Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt's Frühjahrsskifahren. Ja, mit Vollvariationen. Und vielleicht verrät der Martin ein paar Tipps für Fahren in diesem Matschschnee im Gelände, wenn es so bremst und so. Ja, geht's ein Bier trinken? Nein, echte Techniktipps. Die echten Techniktipps kommen. Ja, bleibt dran. Ja. Mittlerweile hat es zwar nur noch Lawinenwarnstufe 2, aber es haut am Nachmittag krasse Teile runter. Die sind echt größer wie Leute. Ja, ein bisschen meiden das Ganze. Ja, vor allem am Nachmittag jetzt halt schon irre. Ja, das ist richtig heftig. Wow. Ja, das wird heuer nicht so. Wie das Ende sind, die Teile. Geht schon los? Mega! Jetzt ist Jausnenzeit. Es hat wie viel Grad? Wow, gefühlte 40 bald. Ja, es ist echt heiß. 25. Im Schatten, es ist echt brutal dazu. Und es gibt Landjäger, ich war gestern beim Metzger. Aber zum Skifahren, wir haben echt noch Powder erwischt, ihr seht ja das Video. Es ist nicht gelogen, das ist heute. Und in der Sonne hat es einfach nur Babschnee. Ja, die Nordhängen, die gehen noch. Mal geil. Und die Osthängen. Aber der Rest ist al dente. Hey. Und hier der Beweis. Da sind wir. Ah ja, 22. Aber wirklich im Schatten. Da ist oben noch der Schatten drin und die Sonne kommt erst her. Panorama, gut. Mhm. Wetter auch. Was haben wir noch zu sagen, technikmäßig, bei den Matsch-Skifahrten? Man muss halt schön über den Skistuhl, schön mittig, das mache ich. Obwohl es bremst dabei, gell? Obwohl es bremst, also auf keinen Fall in den Rückenlock gehen oder einen Ski noch belasten, weil da weiß man oft nicht, was los ist. Wenn man mittig steht, dann kann man das immer ausgleichen. Das und noch dazu ist so ein bisschen mehr Geschwindigkeit dann auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht, kontrolliert halt immer noch. Ja, sowieso. Genau. Aber zu langsam lässt sich es kaum mehr manövrieren. Also geht das kaum mehr, weil der Ski dann so stark bremst und verzögert, dass er alles hat. Aber immer mittig über den Skistehen und Körperspannung halten. Und ich finde auch noch ein bisschen mehr hoch-tief, dass man halt überhaupt rauskommt aus dem Sumpf. Also dass man dann wirklich, ihr seht ja auch Martins aktiv Video auch. Arbeit dass ihr, denen, genau. Weil sonst bleibt ihr einfach pappen und dann wird die Kurve nichts. Genau. Also es klebt dann auf eine Sekunde auf die andere Folie, dann gibt es ja nur noch die Rettung. Zuckle. Was geht. Nach was? Ich hab's ein Stück vor. Zum Abschluss geht jetzt wieder die Rinne vom Rossgruber runter. Die war heuer noch gar nicht so richtig oft gut. Aber heute können sie richtig geil werden. Was sagt der Geil? Könnte gut sein. Pensionistenaufstieg. Ja, das ja. So, jetzt können wir da oben rein und dann schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Thank you.
hier ist schon wieder die nächste große Nassschneelawine. Zum Glück war sie schon unten, aber die ist schon ganz ordentlich. Das war's von unserem Skitag. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Jetzt heißt es beeilen, weil wir müssen den Bus noch kriegen und würden uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne. Jetzt kommen dann auch immer mehr Bike-Videos, denn der Sommer naht.